Das ist eine Anleitung. Okay. Gibt es eine Anleitung? Ja. Wählen Sie im Inventar den Dialog, den die beiden Dokumente und die beiden Dokumente aus, mit deren Hilfe Sie den Todeszeitpunkt von Annie Chapman in der Hanbury Street ermitteln können. Setzen Sie anschließend die Objekte oder Figuren auf die Zeitachse. Achten Sie auf Sherlock Holmes Anweisungen. Vielleicht bittet er Sie, Änderungen vorzunehmen. Befinden sich alle Elemente an der richtigen Stelle der Zeitachse, müssen Sie das Messer von Jack the Ripper auf den exakten Todeszeitpunkt setzen. Ah, okay. Wo ist denn das Messer von... Ah, egal. Egal. Okay. Moment, zurück. Zeugenaussage als Beweis. Fortsetzen. Ach ne, zurück. Erstmal den komischen, mit dem komischen Vogel da. Nee. Wespennest, Papp. Madame, Hospital, da. Und jetzt noch das andere zu den Zeugenaussage davon. So. Setzen wir den Zeitpunkt des Todes, wie ihn Dr. Phillips geschätzt hat, auf die Zeitachse. Dr. Phillips und Sie haben den Zeitpunkt des Mordes auf 4.30 Uhr geschätzt. Okay, also... Unser nächster Zeuge ist Albert Kadosh. Setzen wir dieses Symbol, das Mr. Kadosh darstellen soll, auf die Zeitachse. Ich muss erst mal lesen, wann Kadosh zur Arbeit gegangen ist. Zwei Dokumente. Zeugenaussage. Kadosh. 5.15 Uhr ist er in den Garten gegangen und blieb dort... So, Moment. Er ist um 15.15 Uhr rausgegangen und ist in den Garten. Setzen wir diese Symbol. Gab er sich, hören wir mal, zu diesem Zeitpunkt war es 5.20 Uhr. 5.20 Uhr. Albert Kadosh betritt ungefähr um 5.20 Uhr seinen Garten. Als er wieder zurück ins Haus geht, hört er im Garten von Haus Nummer 29 Stimmen. So, der Schlag. Der ist wo? Circa 4 Minuten. Das heißt um 24. Setzen wir dieses Symbol. Ja, komm, bla bla bla. Ungefähr 4 Minuten nachdem Kadosh seinen Garten verlassen hat, betritt er ihn erneut und hört einen Schlag gegen den Holzzaun. Setzen wir nun den. Müsste 35, glaube ich, gewesen sein. Nee, noch nicht. Das war, glaube ich, um 29, oder? Nee. Geht zur Arbeit. Wann geht er denn nochmal zur Arbeit?
Wann geht er denn nochmal zur Arbeit? Wann geht er denn nochmal zur Arbeit? Dokumente. 32. Kadosch geht vom Garten zurück ins Haus und verlässt es anschließend, um zur Arbeit zu gehen. Als er auf die Uhr der Spitalfields Church schaut, ist es 5.32 Uhr. Mhm, so, das hätten wir. So, Miss Long. Und jetzt zum wichtigsten Punkt, der Zeugenaussage von Miss Long. Sie gibt an, gesehen zu haben, wie sich unweit von Hanbury Street 29 eine Frau und ein Mann unterhalten haben. Ungefähr um wie viel Uhr, Watson? Gehen wir davon aus, dass Miss Longs Zeugenaussage stimmt. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Sie schätzt ihr Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf ungefähr 5.30 Uhr. Sie gibt an, die Glocke gehört zu haben, die zur halben Stunde geschlagen hat, als sie in die Straße abgebogen ist. So, wie viel sind wir denn da eingetroffen überhaupt? Wir haben die Station um 6 Uhr verlassen und sind 20 Minuten später in der Hanbury Street eingetroffen. 26 dann. Oh. Wir sind gegen 6.20 Uhr am Tatort eingetroffen. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen beiden Orten, können wir daraus folgern, dass die Leiche nicht nach 6 Uhr entdeckt wurde und daher der Mord vorher begangen worden sein muss. Der Mord ist vor 6 begangen worden, so. Setzen wir nun den Zeit... Achso, Quatsch, das war richtig. Richards verlässt den Wohnort. Achso, Anleitung will ich nicht. Der Garten, bla 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 bla. Es war 4:45, als ich dort angekommen bin. Also 4:45. So, und dann... warte, es war 4:45, als ich dort angekommen bin. Nicht gesehen. Ja genau, 5 Minuten nachdem ich angelaufen war, musste ich um den Schuh kümmern. 5 Minuten danach... Also um 5:50 Uhr. Auch wenn ich Dr. Phillips sehr respektiere und unsere Freundschaft zu schätzen weiß, mein lieber Watson, so bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass sie beide falsch liegen. Ich glaube, dass Richardson recht hat und diese beiden protokollierten Zeugenaussagen tatsächlich von Bedeutung sind. Aber warum? Erklären Sie es mir, Holmes. Erinnern Sie sich daran, wie Sie den Todeszeitpunkt ermittelt haben? Sie haben die Finger und den Körper des Opfers berührt, aber für diese Jahreszeit war es ungewöhnlich kalt. Außerdem hat das Opfer viel Blut verloren. Die Körperwärme entsprach daher nicht mehr der einer gewöhnlichen Leiche. Bei Gott, Sie haben recht, Holmes. Ach, ich hatte Zeit, mich darüber schlau zu machen, Watson. Angesichts dieser Tatsachen mag meine Diagnose um eine halbe Stunde abweichen, wenn nicht sogar um eine ganze Stunde. Deswegen können wir Richardsons Aussage bekräftigen und nachweisen, dass der Mord nach 4.50 Uhr begangen wurde und nicht vor 4.30 Uhr. Ausgezeichnet, Watson. Alle Zeugen sind jetzt an der richtigen Stelle. Ja, Holmes. Aber Miss Long behauptet, dass sie das Opfer gegen 5.30 Uhr gesehen hat. Laut Mr. Kadosh muss jedoch bereits um 5.30 Uhr jemand im Garten gewesen sein. Höchstwahrscheinlich der Täter und sein Opfer. Scharfsinnig beobachtet, Watson. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass sich diese zwei Zeugen, Miss Long und Albert Kadosh, auf die Uhrzeit der hiesigen Uhren verlassen haben. Diese Uhren sind häufig ungenau und haben wohl zu der empirischen und in diesem Fall falschen Einschätzung der verstrichenen Zeit geführt. Insofern kann keine der beiden Zeitangaben als zuverlässig erachtet werden. Wollen Sie damit sagen, dass diese beiden Zeugenaussagen miteinander übereinstimmen könnten? In der Tat.
setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf 2 Minuten vor 5.30 Uhr. Also 5.28 Uhr. Setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen. Mr. Kadosh hat angegeben, um 5.32 Uhr an der Spitalfields Church vorbeigegangen zu sein. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen der Kirche und Hanbury Street 27, bedeutet das, dass er um 5.31 Uhr noch zu Hause war. Setzen wir ihn daher auf 5.31 Uhr. Miss Long hat gehört, wie der Mann zu dem Opfer einverstanden gesagt hat, worauf das Opfer mit Ja geantwortet hat. Das lässt darauf schließen, dass es zu einer Übereinkunft kam und die Durchführung unmittelbar bevorstand. Anschließend sind sie in den Garten gegangen, was vermuten lässt, dass Mr. Kadosh um 5.29 Uhr die Stimmen gehört hat.